So, kleines Video zum Seitschritt. Wenn ich einen normalen Seitschritt habe und die Frau mitnehme, dann wird sie auch nach der Ausführung des Seitwärtsschrittes vor mir stehen und ich blicke wie gehabt unter ihrem von uns aus gesehen linken Ohr vorbei. So, wenn ich jetzt aber ins zweite Gleis neben ihr möchte, also links neben ihr, dann mache ich üblicherweise den Seitschritt etwas größer, als ich in ihr kommuniziere, und so komme ich auf die linke Seite. Dazu muss ich aber auch optisch bei der Frau bleiben, weil die wird dann natürlich leicht rechts von mir stehen. Und das bedeutet dann, dass der Bewegungsablauf so sein sollte. Wenn ich also den Seitschritt setze, passiert im letzten Drittel eine leichte Rotation in der Vertikale meiner Wirbelsäule, um mich wieder ihr zuzuwenden. Beziehungsweise ich lasse sie erst gar nicht aus den Augen sozusagen. Ich bin auf ihr Ohrläppchen fixiert. Zack. Ihr werdet selten mehr als 45 Grad brauchen, weil letztendlich wird sie ja hier im Bereich nur stehen. Nochmal von der anderen Seite. Seitschritt und im letzten Drittel Rotation. Also was ich nicht meine, ist Seitschritt, Rotation, sondern, ja, ihr seht, ich bin noch im Schritt befindlich im hinteren Teil, tue aber dort die Rotation machen. Und ich bin mit der Rotation fertig, wenn ich den Schritt fertig habe.